Wassermann, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate November und Dezember und ziehe einmal eine Hauptenergie für dich aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Da haben wir den Heiligen Teich, da gehe ich gleich näher drauf ein, sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine neue Legung aus dem Tarot. Kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Einmal deine momentane Beziehungsenergie, dann die Beziehungsenergie an sich und einmal dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich dann in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, gucke also, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du wie immer in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du eine Jahreslegung für das Jahr 2025 haben willst, dann buch die gerne jetzt schon, dann stehst du fest auf der Liste und hast die dieses Jahr auf jeden Fall auch noch rechtzeitig. Du findest in der Infobox auch den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den normalen privaten Legungen und noch einige mehr. Guck da einfach gerne mal rein. Und natürlich alle Decks, die ich hier benutze, findest du aufgelistet. So, und jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit der Legung. Du guckst, dass du dich innerlich gut zurücklehnst und das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Und ich spüre mich mal in die Energie dieser Karte rein, beziehungsweise die Dynamik dahinter. Der Heilige Teich dreht sich darum, letztendlich sich selber zu erkennen, quasi wie in einen Teich zu gucken und sich selber zu erkennen in verschiedenen Dingen. Und ich werde da jetzt einfach mal reinspüren und gucken, was es genau zu dir sagen will. Oder deine Energie dahinter ist, ne? Sagen wir mal so. Ich habe das Gefühl, dass du für dich erkennen kannst, wie groß und wie wichtig du bist. Und nicht nur wie groß und wie wichtig, sondern tatsächlich in einem bestimmten Teil, den du irgendwie, ich habe fast das Gefühl, den du zurückgehalten hast. Ich habe nicht das Gefühl, dass der dir jetzt komplett unbewusst war, aber es ist so wie, du hattest das Gefühl, du kannst es nicht ganz zulassen und es hätte vielleicht auch gar keine Auswirkungen oder wie auch immer. Aber es ist so, dass sich hier ein Teil bei dir auftut, auch für andere. Und ich habe auch das Gefühl, das ist auch das Wichtige dahinter, dass du dich ein deutliches Stück mehr öffnen kannst und dadurch auch unabhängiger wirst. Wenn wir anfangen, Teile von uns zu unterdrücken und wegzuschieben, dann fehlen die uns ja, ne? Und dann denkt sich unser System, oh Mist, mache ich ihn jetzt? Dann fange ich an, mich mit anderen Leuten zu symbiotisieren. So, ne? Und kann anfangen, andere quasi als meine Stellvertreter zu benutzen. Und von daher habe ich das Gefühl, das ist für dich sehr entlastend, das wieder zuzulassen oder das leben zu können. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was die Neunerlegung sagt. Da werden wir noch das Ganze etwas differenzierter betrachten können. Das ist einmal für dich gut und fürs Außen bestimmt auch. Wir gucken mal. Ich ziehe erstmal deine Hauptenergie. Da haben wir die 9 der Münzen. Ein gutes im eigenen Wert stehen, im eigenen Selbstwert stehen, mit den eigenen Werten verbunden sein. Ich werde jetzt auch erstmal die Legung auch erstmal komplett auslegen. Etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten sagen. Danach kommen wir dann in die Deutung des Ganzen. Obere Reihe, eine Entwicklung aus der Vergangenheit. Die mittlere Reihe ist die präsente Entwicklung und die untere Reihe wird die potenziell zukünftige Entwicklung. Wir schauen mal. Der Ritter der Münzen, der straight seinen Weg geht in seinen Werten. Dann haben wir die 2 der Kelche für Beziehung auf Augenhöhe. Und dann haben wir die 4 der Kelche für eine Ablehnung oder auch ein Ablehnungsthema. Dann haben wir den König der Kelche. Den König der Kelche, die erste Karte der Präsentenreihe, die kann für dich stehen, kann aber auch für wen anders stehen. Eine Person, die gut in den eigenen Emotionen steht, aber das Ganze nicht unbedingt nach außen gibt.
Dann haben wir die 4 der Münzen, ein sich schützen, ein auf sich aufpassen oder auch mal ein Klammern an etwas. Dann haben wir die 7 der Stäbe, ein sich abgrenzen, ein für sich einstehen oder auch seinen Raum eben schützen. Ne? Die 7 der Münzen für ein Wachsen und Gedeihen lassen oder auch die Ernte einfahren oder sich das Ganze dann eben auch mal angucken. Und die 6 der Kelche für eine klassische Seelenpartnerkarte, aber auch einfach für einen Entwicklungsprozess, immer irgendwas mit der Vergangenheit oder mit etwas Altem auch zu tun. So, die 9 der Münzen in der Hauptenergie. Ich spüre mich rein, ziehe auch gleich 2 Lenormand-Karten dazu. Und jetzt gucken wir aber erstmal. Ja, mit den 9 der Münzen habe ich das Gefühl, dass du wie in dich zurückfällst. Und nicht negativ, sondern im Sinne von, du warst zu sehr mit dem Außen verhaftet oder auf irgendeine Art und Weise, die für, wo du vielleicht ein Außen, ne, da sind wir wieder bei dem hier, eher als Co-System benutzt hast, als Hilfssystem und oder was auch immer, aber irgendwas, was eben nicht ganz gerade lief, ne, oder wo man sagt, das ist eher so ein bisschen eine Verstrickung und kein freies Fühlen. Und hier ist in den 9 der Münzen dieses Gefühl, du sackst in dich zurück und bist einfach gut in deiner eigenen Anbindung. Und das beruhigt dich sehr, ist mein Gefühl. Es bringt sehr, sehr viel Ruhe nochmal rein oder ein großes Stück mehr Ruhe. Und so wie auch dein Kopf, wie als ob der nach oben hin sehr geöffnet war. Also für dich unangenehm geöffnet, so eher gestresst geöffnet. Und wie der geht irgendwie so von Kopf oben, klappt zu und du bist wieder in deinem Bereich, wie als ob du aus deinem Bereich irgendwie ein Stück raus warst. Die Mäuse für Ängste, Sorgen, Verluste, die Fische für Gefühle oder auch mal eine andere Person, die dahinter steht. Oh, die Mäuse sind ein ganz tiefes Thema, ist mein Gefühl. Die Mäuse sind ein ganz tiefes Thema, dieser Dynamik, von der ich gesprochen habe, dieses nicht so gut bei sich sein, zugrunde liegt. Das ist, fühlt sich sehr, sehr stressig an. Kann gute Portion Selbsthass mit drin sein. Jedenfalls, ne, das muss ich nicht immer, noch nicht immer gleich als Selbsthass definieren können oder für sich greifen können, aber so eine tiefe emotionale Ebene hat dann was damit zu tun. Ist wirklich eine extrem stressige Energie, die das eigene System sehr in Aufruhr bringt. Die Fische. Ja, und die Fische sortieren sich aber neu. Die Fische, das sind deine Gefühle, also die Fische, deine Gefühle. deine Gefühle sortieren sich neu. Ne, das ist so diese ganz tiefe Ebene, das ist das Thema. Das sind die Gefühle, die aufgrund dieses Themas eben auch sehr aufgewirbelt waren. Und vor meinem Gefühl sortiert sich das jetzt aber neu. Ne? Da bleiben wir jetzt erstmal, lassen wir erstmal so stehen. Gucken in die Reihe aus der Vergangenheit. Und da haben wir den Ritter der Münzen, die 2 der Kelche und die 4 der Kelche. Und mit dem Ritter der Münzen nehme ich dich schon ein bisschen verbissen wahr. Ein sehr, sehr, sehr verschlossen sein. Ritter der Münzen ist ein sehr verschlossen sein. Ich habe das Gefühl, das ist, also ich meine, wenn das so übermäßig ist, wie ich das wahrnehme, habe ich da immer die These hinter, dass das einfach natürlich eher aus einem Leiden entspringt, weil wenn man glücklich ist, warum sollte man dann so rumlaufen wie der Mensch da vor meinem inneren Auge? Also die Sense, schauen wir mal, meistens eher was Unangenehmes oder Schwieriges und der Turm für einen Rückzug. Die Sense waren Dinge, die dich überfordert haben und in dem Turm ziehst du dich zurück,
Auch der hier ist zurückgezogen, meinem Gefühl nach, ja, auf Grundlage eigentlich eines Leidens. Und ich nehme den Turm auch etwas überfordert wahr, also dich quasi. Ne, da waren Dinge, die haben dich in deinen Grundfesten erschüttert. Wir haben ja auch die Mäuse, die wirklich eine sehr heftige Energie hinter haben. Das ist für mich jetzt auch keine Kleinigkeit, die wir hier liegen haben, sondern ja, was sich wahrscheinlich schon relativ lange durch dein Leben gezogen hat. Auf jeden Fall warst du immer dabei, diesen Turm aufrechtzuerhalten, dass da bloß nichts drankommt und dich nichts kaputt macht. Ne, aber eigentlich auch immer in einer überforderten Situation. Was auch nochmal den Stress, der hier so deutlich ist, etwas mehr erklärt vielleicht. Die zwei der Kelche. Die zwei der Kelche. Mit den zwei der Kelchen habe ich das Gefühl, dass du irgendwie dazu aufgefordert worden bist und vielleicht auch immer noch aufgefordert wirst, durch eine andere Person wieder ins Vertrauen zu kommen und eine Beziehung auf Augenhöhe, in der man sich nicht zurückzieht, überhaupt zulassen zu können. Überhaupt zulassen zu können. Das ist hier aber nicht mit den zwei der Kelchen, oh krass, jetzt kann ich das so richtig, sondern ach du liebe Güte, ja, man könnte es ja mal wieder versuchen oder was heißt mal wieder versuchen? Ich habe das Gefühl, du hast den Impuls gekriegt, du hast den Anreiz gekriegt, vielleicht durch eine Person, die ganz bestimmte Gefühle in dir weckt und da eben durch sich selbst einfach die Power dazu hat, das bei dir in Gang zu bringen, es eben auch in Gang zu bringen. Wir haben die Lilien für Frieden, Harmonie oder auch eine Beziehung und das Kind für einen Neubeginn, inneren Kindanteil oder auch ein echtes Kind. So. Ich habe das Gefühl, das ist eine Beziehung, die sehr stark dein inneres Kind anspricht. Inneres Kind, wer es jetzt nicht kennt, Google das mal. Und wer sich hier angesprochen fühlt und wen das interessiert, ist ein feststehender Begriff in der Pädagogik, Therapie, dem ganzen Gedöngel. Wir nennen das, das ist der Emotionalkörper, inneres Kind, ne? Das, was wir in der Kindheit erlebt haben. Das prägt uns einfach, das bildet einen bestimmten, ich nenne es jetzt mal Emotionalkörper. Und viele, viele, viele Schwierigkeiten im Jetzt beruhen auf Gefühlen aus der Vergangenheit, ne? Verletzungen aus der Vergangenheit, Mangel an Bedürfniserfüllung aus der Vergangenheit. Das heißt, wir haben Bedürfnisse im Mangel. Das macht ganz viel. Wer sich da mehr mit auseinandersetzen möchte, das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in mir muss Heimat finden. Wollte das schon ewig mal in meiner Infobox verlinken. Ich hoffe, wenn ich dran denke, mache ich das jetzt. Dann haben wir das einmal fest drinstehen. Ganz, ganz tolles Buch, erklärt, hat Methoden mit drin, kannst du anfangen mit dir zu arbeiten. Aber das jetzt einfach nur mal kurz nebenbei. Hier habe ich das Gefühl, möchte in etwas sehr starken Frieden reinkommen. Du bist irgendwie aufgefordert worden durch eine, ich habe das Gefühl, durch eine Beziehung zu einem bestimmten Menschen, hier diese Themen zu lösen. Hast quasi eine Hilfestellung gekriegt. Die vier der Kelche. Ja, die vier der Kelche ist, ich sag ja, hier hast du den Anstoß gekriegt, du bist da ja noch nicht durch, ne? Und die vier der Kelche sind, für mich eine Phase, in der du einfach auch sehr, in der es eher sehr in dir gearbeitet hat, das Ganze auch nehmen zu können. Das Ganze auch nehmen zu können, aber also der Kelch ist jetzt für mich das Gleiche wie diese Beziehung, dieser Anstoß. Das ist für dich die Ressource, die quasi gegeben wurde, die Hilfestellung, die gegeben wurde. Und ich nehme das so wahr, dass dich das schon sehr immer mehr durchflutet hat quasi, du das immer mehr in dir wirken lassen hast, aber hier eben noch in der Position warst, mehr eben auch nicht.
ne? Sondern das muss irgendwie erstmal, muss das wirken. So, dann der König der Kelche, die 9 der Münzen und die 4 der Münzen. Beim König der Kelche muss ich auch mal gucken, ob das deine Energie ist oder von wem anders. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Hier haben wir den Bären für Mut, Kraft, Wille, Stärke oder auch mal ein inneres Gereiftsein, inneres Gewachsensein und das Herz für die Liebe, für die Herzensangelegenheiten. Mit dem König der Kelche das Gefühl, das ist dein Gegenüber. Und auch mit dem Bären habe ich das Gefühl, das ist dein Gegenüber. Hier ist jemand, der einfach da ist. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht, also es ist auf jeden Fall die Person, um die sich das hier für mich auch dreht. Ich habe das Gefühl, hier ist ganz, ganz viel Liebe bei euch im Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr aber nicht zusammen seid. Das kann natürlich trotzdem sein. Nicht zusammen seid, wir nehmen es mal auf einer eher tieferen Komponente wahr, ne? So diese Dynamiken. Und in dieser Dynamik seid ihr hier gefühlt ein Stück auseinander. Das hat aber nichts mit den Gefühlen zwischen euch zu tun, die sind, also den schönen Gefühlen, sagen wir mal, die hier mit dem Herz ausgedrückt werden. Das ist eine ganz schön tragende Beziehung, das ist mein Gefühl. Es ist aber auch so, dass ich das Gefühl habe, hier ist jemand, ne, du bist hier so, ach du, ne, ich gucke mal. Und hier ist jemand, der das absolut auf dem Schirm hat, aber ne, auch bei sich bleibt. Also das nicht so nach außen trägt. Der Bär hält sich zurück, der ist zwar voll von diesem Gefühl, der hält sich aber zurück und der König der Kelche vor meinem inneren Gefühl auch. Ne? Und hier haben wir dieses, du sagst wieder in dich selbst zurück. Das ist ja der Hauptprozess, den wir hier liegen haben und wo wir hier unterschiedliche Stufen liegen haben, wo du es mit einem dicken Thema zu tun hast und einfach deine Zeit brauchst. Das ist mein Gefühl. Die 4 der Münzen. Ich habe das Gefühl, die 4 der Münzen sind, die drehen sich gerade nur um dich. Das hat auch gar nichts mit dem hier zu tun. Oder das kann ja auch eine Frau sein. Ne? Wir haben hier dein Gegenüber. Geschlechter sind hier wirklich eher sekundär auf den Karten. Ich habe das Gefühl, mit den 4 der Münzen wirst du dir sehr, sehr, sehr bewusst. Nochmal mehr bewusst über dich. Wir haben ja hier dieses, du entdeckst einen wichtigen Teil von dir auch wieder. Ne? Du verbindest dich ein ganz großes Stück rück und das ist irgendwie, die beiden Karten sind so, die insbesondere die gleiche Grundlage haben. Also die jetzt hier am meisten miteinander die Verbindung haben, auch wenn das andere natürlich auch einen Bezug dazu hat. Den 4 der Münzen ist es ein ganz großes, ich sag mal so, Gewahrwerden deiner selbst in dem, wo du dich mal irgendwie ausgeblendet hast oder wie auch immer du das nennen würdest. Die 7 der Stäbe, die 7 der Münzen und die 6 der Kelche. In der potenziell zukünftigen Entwicklung, wir gucken mal. Die 7 der Stäbe sind für mich noch ein Stück mehr als die. Hier hast du ein Gewahrwerden quasi für dich. Und mit den 7 der Stäben, ich ziehe noch mal 2 Karten dazu. Aber habe ich das Gefühl, das hier, was so alles passiert ist in Form von ich bin gut bei mir selber, das ist hier auf jeden Fall schon die Grundlage und du stehst zu dir. Du kannst sehr, sehr gut ein großes Stück mehr, sagen wir mal so, zu dir stehen. Und auch hier gehst du nicht mehr aus deinem Kopf über dir, schießt du nicht mehr aus dir raus, sondern du bleibst in deinen Grenzen. Das ist
ja schon bei den 9 der Münzen so, das ist auch bei den 7 der Stäben so, dass der Kopf wie zugeklappt ist und jetzt wieder im gesunden Modus ist. Ja, also will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit gesund und krank. Ne? Heißt ja auch nicht gleich hier so eine klinische Pathologie, aber es gibt ja einen Zustand, der fühlt sich stimmig an und einer, der fühlt sich eher schwierig an. Und dieser aufgeklappte Kopf und dieses überhaupt nicht gut bei sich sein, fühlt sich halt eher schwierig an. Und hier dieses, es ist so, ist das einfach wieder alles bei mir zugeklappt und die normalen Grenzen sind wieder da. Ne? Die Sterne für die Klarheit und die Wege für unterschiedliche Wege oder auch eine Entscheidung. Also die Wege, da hast du das für dich sehr klar, wo es für dich lang geht. Sehr herzoffen und spannenderweise orientieren sich die Sterne total an der Klarheit dieser Wege. Man weiß, hier ist irgendwas richtig und auf diesem Weg kommt immer mehr Klarheit rein. Ne? Es ist so wie im Tarot die Karte der Mond, würde hier auch gut passen. Den intuitiv richtigen Weg auch durch Schwierigkeiten durch und auf diesem Weg, je weiter man den Weg geht, je mehr wird einem klar, dass es auch der richtige Weg war. Ne? Und es ist so, ist irgendwie so die Energie hier hinter. Die 7 der Münzen. Es ist wie ein Weg, den du auch schützen musst. Das geht hier weiter. Auch dieses Gefühl, also wir haben ja nicht umsonst die 7 der Stäbe, da wird was geschützt. Und die 7 der Münzen ist etwas, wo du dich wirklich drauf fokussierst. Ich ziehe nochmal 2 Karten dazu. Wo du dich ziemlich drauf fokussierst und wo du sagst, das Pflänzchen behüte ich. So, die Routen für in die Konflikte gehen, beziehungsweise in die Prozesse gehen, in die Auseinandersetzung gehen und die Eulen für Hektik, Stress oder auch Lebendigkeit. Ja, mit den Routen schützt du das aber auch. Also die Routen sagen so, und hier kommt nichts dran. Ne? Was dran kommt, kriegt Moppe. Und die Eulen tragen schon Liebe in sich. Da verfolgst du, ich nenne es jetzt mal so, den Weg der Liebe weiter. Ja? Die 6 der Kelche. Das habe ich noch nicht so klar. Da ziehe ich mal 2 Karten zu. Wir haben das Haus für ein Zuhause, ein echtes Zuhause oder ein Zuhausegefühl. Komfortzone, Abgrenzung. Wir gucken mal. Und das Schiff für ein Weiterziehen oder auch Sehnsucht. Also das Haus ist auch wieder etwas, was geschützt wird durch diesen Zaun. Und da ist ganz, ganz viel Liebe drin. Und auch so wertschätzende Liebe. Also Liebe bringt das auch mit sich, ne? Aber der Punkt der Wertschätzung ist hier irgendwie auch ziemlich stark vertreten. Und das Schiff fährt weiter. Das weiß nicht genau, wohin es geht, aber es fährt weiter. Das ist das Gefühl dahinter. Und es ist hier auch, sehr präsent ist bei mir diese Position. Und die hier ist noch gar nicht so sichtbar. Diese Position ist, das ist irgendwie der Status quo, der sich eingestellt hat und der wird sich weiterentwickeln. Wie auch immer, werden wir in dieser Legung nicht weitersehen. Vielleicht in der nächsten Legung oder in einer der nächsten Legungen. Das weiß ich nicht genau. Ich würde das jetzt hier so stehen lassen. Genau, ne, von der groben Zusammenfassung her
bleibt es ja bei dem, was wir hier auch schon, oder was heißt bleibt es, ne? Kann man das schon nehmen, was wir am Anfang schon gesagt haben, du holst einen wichtigen Teil zu dir zurück, du formst dich in dir aus, dir wird was sehr, sehr klar und du schützt es auch und gehst auch weiter. Ne? Und hier gibt es einfach einen Menschen, das wirst du aber selber am besten wissen, wer es ist, der dir auf diesem Weg sehr, sehr hilft. Eine Karte aus dem Aspektekartenset. Ich ziehe jetzt noch zwei für deinen Prozess. Da haben wir die Karte Disziplin. Die beiden für deinen Prozess lasse ich auch nur bei dir. In irgendeiner Art und Weise ist Disziplin nötig oder unnötig. Da musst du gucken, warum die Karte kommt. Und eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Mein inneres Kind mag Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit ist der Leitfaden meines Alltags. Ich verheimliche nichts und versuche, nichts zu verbergen. Aufrichtig und klar begegne ich mir selbst und meinen Mitmenschen. Jede Unklarheit räume ich aus dem Weg und bin dankbar dafür, dass die Aufrichtigkeit des inneren Kindes durch mich wirkt. So, drei Karten zu eurer Beziehung. Erstmal deine momentane Beziehungsenergie. Da haben wir den Hierophanten, der sich mit den Dingen erstmal so verbindet, wie sie sind, sie annimmt, wie sie sind, ohne dagegen im Vorhinein schon blockieren zu wollen. Zwischen euch der Magier für eine Neuausrichtung und auf der Seite deines Gegenübers die 10 der Stäbe für Belastungen oder auch Belastungen, die man zur Seite schafft, die man quasi ad acta legen kann. Und jetzt gucken wir mal in den Hierophanten und in den Magier. Der Hierophant sackt auch wieder sehr in sich ein. Und es ist das gleiche Gefühl eigentlich wie bei den 9 der Münzen. Ein sich in das auch zurücklehnen, was einfach da ist. Nicht das Gefühl haben, man muss alles kontrollieren oder vieles kontrollieren oder Dinge irgendwie anders machen, als sie eigentlich sind, ne? Und da haben wir als Mensch nicht die Macht, die ganze Welt so zu bewegen, wie wir das jetzt gerade wollen. Da sind uns Grenzen gesetzt. Das ist einfach so. Es gibt größere Zusammenhänge. Und wenn ich mich das Mächtigste, was ich machen kann, wenn man es mal so sagen kann, ist an sich sich in diese Zusammenhänge auch fallen lassen und sich darin dann verwirklichen. Ne? Und der Hierophant drückt es hier auch sehr stark genauso aus. Da kommt auch eine große Ruhe ein, wenn man die Dinge nimmt, die man auch gar nicht ändern kann. Der Magier. Mit dem Magier wird der Fokus stärker zwischen euch, das ist mein Gefühl. Wird der Fokus eurer Beziehung wird irgendwie klarer und stärker. Da richtet sich was eben zentrierter aus. Ne? Kann auch nochmal zwei Karten zu ziehen. Den Brief für erstmal etwas zeigt sich einem selber, etwas wird einem selber offenbar, kann aber auch für Kommunikation stehen und den Klee für unterschiedliche Formen des Glücks. Das ist für mich die Essenz eurer Beziehung irgendwie. Das ist hier jetzt mit dem Klee dargestellt, aber es fühlt sich so an. Da ist eine ganz tiefe Verbindung. Das ist für mich einfach so. Und die fühlt sich in der Essenz sehr gut an. Und mit dem Brief wird einem das immer klarer. Und deswegen ist auch dieser Fokus so da. Ne? Da ist was, was ich bei euch immer mehr, wahrscheinlich in jedem von euch, bei deinem Gegenüber weiß ich es jetzt nicht, da müssen wir mal gucken, aber bei dir ja immer mehr zeigt, was in dir immer mehr Raum einnimmt. Und genau, da gucken wir uns jetzt in der weiterführenden Legung dein Gegenüber an, legen um die 10 der Stäbe, das keltische Kreuz. Ich gucke in die Karte rein, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber. Wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr. Ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox. Freue mich sehr, wenn wir uns da wiedersehen. Freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal sehr, dass du da warst. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da, wenn du noch nicht hast. Das unterstützt den Kanal immer sehr und das freut mich natürlich dann auch sehr. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich oder wie immer, bis hoffentlich bald.